zwei berühmtesten Welpenfriseure in Rainbowville, die sich auf eine magische Reise begaben. Missy, das ist wie aus einem Märchen. Ich weiß, DJ. Kannst du glauben, dass wir uns um das königliche Puppycorn der Fairycorn-Prinzessin kümmern dürfen? Das ist der richtige Zeitpunkt für die besondere Schleife. Dieser Welpe wird glänzen. Willkommen im Fairycorn-Palast. Ich bin Prinzessin Royal. Danke für die Einladung, Eure Hoheit. Danke, dass ihr gekommen seid. Mein königliches Puppycorn mag keine Bäder. Kein Problem, Prinzessin Royal. Wir haben mit temperamentvollen Welpen Erfahrung. Das ist Rufus. Sag Hi, Rufus. Hallo. Hallo, Kumpel. Oh, kein Bad. Oh, Rufus, nein. Bring deine Schwämme, Missy. Das ist ein Angsthase. Schon okay, Prinzessin. Wir finden ihn. Er ist unter keinem der großen Tische. Und auch in keinem Kronleuchter. Oh je, Rufus kennt jedes Versteck im Palast. Er könnte überall sein. Wie gut, dass ich diese Schaumbadmischung habe. Mit nur einem Tropfen können wir überall ein Schaumbad haben. Da ist er. Ich hab ihn, ich hab ihn. Kein Bad. Nein, er ist wieder weg. Er nutzt die Seifenblasen gegen uns. Ich kann nichts sehen. Komm zurück, Rufus. Wir können seinen Pfotenabdrücken folgen. Warte. Wow. Hier ist es aber gruselig. Oh nein, er ist in den verbotenen Nordturm gegangen. Sieht aus, als hätte hier jahrelang niemand geputzt. Niemand darf in den Nordturm gehen. Es heißt, dass es hier spukt. Es ist unsere Aufgabe als Welpenfriseur, Rufus zurückzuholen. Auch wenn es ein bisschen gruselig ist.